Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 33, die wir gestern einmal festgelegt haben. Und da geht es um mehr Sicherheit für die Innenstadt. Einrichtung der Citywache auf der Prager Straße ist der Titel. Dieser Antrag ist eingereicht von der CDU-Fraktion, die jetzt die Möglichkeit hat, ihn uns einzubringen. Und dann starten wir in der Fraktionsrunde. Es würde Team Zastrow beginnen. Also, Einbringung CDU. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Citywache ist ja etwas, was auch schon länger in der Presse gestellt worden ist. Deswegen kann ich mich bei der Vorstellung des Antrages, denke ich, auch kurz fassen. Wir haben in der Prager Straße, aber nicht nur in der Prager Straße, also beginnend vom Wiener Platz bis vorne zur Galeria Kaufhof, ja eine Ladensituation, die auch geprägt ist, eben nicht nur von Rauschgiftdelikten, sondern auch zunehmend in letzter Zeit jedenfalls von Diebstahlsdelikten heimgesucht worden ist, so will ich es einmal formulieren. Das, was wir dann zusätzlich noch haben, ist in dem Karree zwischen unserem neuen Stadtforum und dem Rundkino eine Drogenszene, die sich dort leider ergeben hat, neben dem Wiener Platz. Dort hat in diesem Bereich der verstärkte Polizeieinsatz und auch die zunehmende Bestreifung durch den gemeindlichen Vollzugsdienst, also unserer städtischen Polizei, nicht zu der durchschlagenden Besserung geführt, sodass es dort aus unserer Sicht wichtig ist, dass wir mit Ordnungskräften, ich formuliere es mal allgemein, dort vor Ort sind. Und zwar nicht nur deswegen, um den Bediensteten dort eine Möglichkeit zum Aufenthalt zu geben, sondern auch um Geschädigten etwa die Möglichkeit zu geben, dort Anzeige zu erstatten. Ich will dann insbesondere noch darauf eingehen, dass allein die Existenz einer Wache, die Existenz einer Stelle, wo sich Polizei aufhält und wo Anzeigen entgegengenommen werden können, nicht nur dem Ergreifen von Straftätern dient, sondern zugleich ist das immer auch, und das ist einer der wesentlichen Aspekte, ist es präventiv, weil dort diejenigen, die Böses im Schilde führen, ich formuliere es mal so, sich unsicher fühlen. Und wenn die sich unsicher fühlen, ist es zugleich wichtig und gut, dass sich die Bevölkerung, insbesondere die Touristen und all diejenigen, die dort einkaufen wollen, eben auch sicher fühlen. Nun hat der Antrag in der Ausschussbefassung eine Ergänzung noch erfahren. Wir hatten den Antrag auch nie einseitig dargelegt, dass wir uns nur auf Vollzugskräfte beziehen, sondern natürlich ist alles, ich sage jetzt mal, willkommen und wichtig und notwendig, was dazu dient, Straftaten von vornherein zu verhindern. Und deswegen haben wir gerne auch die Punkte übernommen, die in dem Antrag der Grünen dort genommen worden sind, sodass wir, denke ich, jetzt in diesem Bereich eine runde Sache haben. Sehr erfreulich ist, dass unabhängig jetzt von der Beschlussfassung, ich hoffe da auf eine breite Mehrheit des Ausschussberichtes, die Stadtverwaltung nicht untätig geblieben ist, sondern im Sinne unseres Antrages bereits tätig geworden ist. Und es ist, glaube ich, gut und wichtig, dass wir das heute beschließen, damit hier auch alsbald in wenigen Tagen, so hoffe ich, auch hier Nägel mit Köpfen gemacht werden können, nämlich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um dort die Citywache zu etablieren, die natürlich, und ich wiederhole das gerne nochmal, Aufenthaltsort für den gemeindlichen Vollzugsdienst ist, aber auch für die Streetworker, für Sozialarbeiter, für die Drogenhilfe,
und alle diejenigen, die in diesem Bereich präventiv tätig werden und entsprechenden Personen auch Hilfe anbieten können. Deswegen, meine Damen und Herren, eine, ich denke, runde Sache und bitte um Ihre Zustimmung zu dem Ausschussbericht. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung. Damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Team Zastrow beginnt. Herr Zastrow, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, dieser Initiative kann man ja nur zustimmen. Es ist höchste Zeit, dass an der Prager Straße und im Bereich Wiener Platz etwas passiert. Wir haben dort seit vielen Jahren nach Konzepten gesucht. Alles, was bisher probiert worden ist, hat nicht den Erfolg gebracht. Jetzt habe ich gehört, auch von den ansässigen Gewerbe dort, dass man sich freut, dass da Bänke hingestellt werden, auf denen dann wer genau Platz nimmt, nämlich die, die mit den Drogen dort dealen. Nichts anderes passiert dort. Und man muss das, was von Uwe Herrmann bis zum Rewe und bis zu jedem Gewerbetreibenden dort gesagt wird, ernst nehmen. Das sind Zustände, die wir nicht ertragen in dieser Stadt. Die Prager Straße ist einfach die wichtigste Fußgängerzone, die wir in Dresden haben. Fußgängerboulevard, früher war er mal richtig schön. Heute macht man sich Gedanken über Gestaltungssatzung der Prager Straße. Das können wir alles wegwischen, wenn man nicht das zentrale Problem dort löst. Und das ist einfach etwas für das Sicherheitsgefühl und auch für die reale Sicherheit der Besucher der Prager Straße zu tun. Und deswegen ist diese Citywache ein erster guter Schritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Originalantrag mehr überzeugt als das, was jetzt in der weiteren Debatte rausgekommen ist. Der ist verwässert worden, ganz eindeutig. Für mich ist es eine Citywache. Die sollte übrigens auch so heißen. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden, sondern es geht um Sicherheit. Warum man da alles mögliche andere jetzt mit andockt, verstehe ich überhaupt nicht. Dafür gibt es ganz andere Möglichkeiten, sondern es geht genau darum, Präsenz des gemeindlichen Vollzugsdienstes zu zeigen, der Polizei zu zeigen. Genau darum geht es. Alles andere kann man auch machen, ist aber an dieser Stelle eindeutig zweitrangig. Trotzdem, es ist nun mal so, wir stimmen der Initiative zu. Es ist ein erster wichtiger Schritt. Dankeschön. Wird BSW das Wort gewünscht? Nein. Dann Fraktion Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Holger, du sprichst ja immer sehr überzeugend und das klingt auch alles ganz logisch. Und ich würde dir auch glauben, wenn wir nicht schon so lange im Stadtrat säßen und du bei jedweder Sicherheitsmaßnahme, die auf der Prager Straße angeordnet wurde, immer gesagt hast, das ist es jetzt und wir müssen mehr Sicherheit und Kameras haben wir installiert, alles. Und genutzt hat es nichts, jedenfalls fast nichts. Und deswegen glaube ich auch jetzt nie dran, dass eine Citywache dort eine Verbesserung bringt, vielleicht rund um die Wache, das kann schon sein. Aber man kann natürlich ein Menschenbild haben, dass dort Leute sitzen, denen es große Freude macht, mal ein bisschen was zu klauen oder andere zu bedrohen und das ist wie eine Freizeitbeschäftigung. Und wenn sie es dort nicht machen, an anderer Stelle gehen sie dann vielleicht Blumen pflanzen in der Stadt oder singen schöne Lieder. Ich glaube, das ist ein falsches Menschenbild. Leute, die sagen, in der Situation sind, sich durch Gelegenheitsdiebstähle, durch sagen, Kleinkriminalität über Wasser halten zu müssen, vielleicht nur in Strukturen, die haben hier eine Problem- und Notlage dahinter. Bitte? Irgendjemand ruft dazwischen, aber es sind so viele gleichzeitig. Könnt ihr euch sammeln und einer trägt es gesammelt vor, damit ich die Frage beantworten kann? Nee, also, es sind Menschen, die einen Grund haben, das zu tun. Den Grund müssen wir nicht verstehen. Es ist vielleicht Not, es ist vielleicht, wir sagen, Sorge, den nächsten Tag nicht zu überstehen. Es ist vielleicht einfach der unmittelbare Gelderwerb. Und was wird passieren, wenn wir auf der Prager Straße mit Hilfe einer Citywache Ruhe schaffen? Wo sind die dann? Sind die dann zu Hause? Oder sind die dann vielleicht an der nächsten Stelle in der Stadt, um genau das Gleiche wieder zu tun? Tun wir vielleicht den Händlern an der Prager Straße was Gutes, um den Händlern ganz woanders was Schlechtes zu tun? Könnte das sein? Könnte die Frage vielleicht von denjenigen mitbeantwortet werden, oder die werden die hier im Stream zuhören, dass wir hier eine Verdrängung schaffen, die Sicherheit an der einen Stelle auf Kosten von Sicherheit an der anderen Stelle erbringt? Also ich glaube nicht an so ein Konzept. Und das Zweite, was mich die ganze Zeit wundert, und ich will es einfach hier sagen, ich war diesmal beim Händlerforum, habe es mir angehört. Ich höre, was die Händler da sagen. Also wenn ich irgendwo eine Ladenstraße habe und in dieser Ladenstraße würde ich gern, dass mehr Leute hinkommen.
Und ich weiß, es ist schon gar nicht so toll in der Innenstadt, weil es ist wenig grün. Und ich bemühe mich, dass Leute kommen. Gehe ich dann hin und sage einmal im Monat laut in der Zeitung, Leute, hier bei mir, da ist es total gefährlich. Sage ich das? Und wenn ich am Früh zu Hause mit der Familie sitze und Kindern und sage, was mache ich heute am Sonnabend? Und dann lese ich, Prager Straße, da ist ganz schlimm Kriminalität, dann gehe ich da gerade nie hin. Also ich anstelle der Händler würde versuchen, dieses Thema leise zu klären und vielleicht selbst etwas dafür zu tun, dass das Klima auf dieser Prager Straße angenehm wird, schön wird, viele normale Leute hinkommen und sich deswegen die Belastung durch diejenigen, die eben dort ihre, sagen wir mal, schwierige Freizeit verbringen, reduziert. Ja? Und da kommen wir dann zum Diskurs über Straßenmusik. Ich will es nochmal erwähnen, also ich habe mir da diese Jacke zum Beispiel gekauft letztes Jahr auf der Prager Straße oder die Jugendweihkleidung meiner Kinder. Und da bin ich langgelaufen und habe eine leere, leise, nur von unangenehmen Geräuschen überfüllte Straße gefunden. Wie viel schöner wäre es gewesen, dort wäre alle 500 Meter wunderbare Musik zu hören gewesen, da würden Leute hingehen und sagen, ich gehe auf die Prager Straße, weil da ist immer ein bisschen was los. Nein, die Händler selbst reden diese Straße schlecht und die eifrigen Wunscherfüller der Händler, wie Holger zum Beispiel, ja, sagen, ja, wir müssen mehr Sicherheit schaffen, wie sie das schon seit 30 Jahren sagen und wie es faktisch nie funktioniert hat. Wir finden, das Konzept City Wache ist ein falsches Konzept. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, wir setzen fort. FDP-Freie Bürgerfraktion das Wort gewünscht. Nein, dann PVB, Herr Aschenbach. Die Diskrepanz zwischen dem, was hier so geredet wird, und den Hintergründen ist beeindruckend. Guten Tag, mein Name ist Max Aschenbach, kriminalpräventiver Sprecher der PVP-Kooperation. Ein P steht für die Partei. Heute beglückt uns die CDU mit einem ihrer beliebten Sicherheitsanträge. Mehr Sicherheit für die Innenstadt, Einrichtung einer Citywache auf der Prager Straße. In der Begründung lese ich, dass die gewünschte Wache der Eindämmung von Ladendiebstählen diene. So, aber irrelevant. Denn wie ich im Ausschuss erfuhr, geht es gar nicht darum, was die CDU will. Stattdessen stellten der von mir durchaus geschätzte kriminalpräventive Referent der Stadt gemeinsam mit der Polizei seine Pläne vor. Er wolle einen Ort, an den die verschiedensten Player im Feld der Kriminalprävention vom Grünflächenamt über Streetworker bis zur Polizei sich treffen, um unter Zuhilfenahme all der bezaubernden Erkenntnisse der Sicherheitsforschung multiperspektivisch konstruktiv vor Ort die Probleme zu lösen. Es soll nicht darum gehen, wie jede Ausführung der CDU vermuten lässt, mit mehr polizeilicher und sicherheitsdienstlicher Gewaltmonopol, hurra, Repression, Minderheiten zu Randgruppen zu drangsalieren. Denn Repression, so schon lange bekannter Stand der Forschung, verhindert Kriminalität nicht. Es soll aufgeklärt, informiert, vernetzt und praktisch gearbeitet werden. Ladenbesitzer sollen lernen, dass man nicht die Polizei ruft, wenn ein Obdachloser vorbeigeht. Die Polizei soll von den Sozialarbeitern lernen, die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, um zum Beispiel mal einen Mülleimer oder eine Lampe an die richtige Stelle zu stellen. Und weil es dem Sicherheitsgefühl angeblich immer hilft, soll vorne Polizei draufstehen. 80.000 Euro Miete im Jahr soll das Ganze kosten. Mit den Grundzügen von Geometrie, Topografie und städtischen Liegenschaften der Dresdner Altstadt vertraut, drängte sich mir die Frage auf, warum Stadt und Polizei, um sich zu treffen und zu organisieren, ein schweineteures Objekt in der Prager Straße anmieten müssen, wenn im Umkreis von 1.000 Metern Rathaus, Theatergasse, das Revier Schießgasse und bald auch das Stadtforum liegen. Antwort: Weil die ganzen Leute, insbesondere die Vertreter der Stadtverwaltung, sich sonst nicht mit der Problematik identifizieren und eben nicht in Austausch und Handlung kommen. Das Gleiche von der Polizei. Es gäbe keinerlei Probleme, immer schnell genug von der Schießgasse rüber zu flitzen und auch die Polizistendecke sei dick genug. Aber da die Beamten im ganzen Revier
Reviergebiet unterwegs seien, würden auch sie sich nicht ausreichend identifizieren. Außerdem wurde die lustige Anekdote eines Ladenmitarbeiters aus der Prager Straße vorgetragen, welcher eine E-Mail an die Polizei schrieb, um verdächtige Vorgänge zu melden. Und bis dann den richtigen Beamten, vermutlich ist das der Erste, der sich ausreichend mit dem Problem identifiziert, erreiche, sei es ja viel zu spät. Dass der Depp eine Mail schreibt, statt anzurufen, ist ein polizeilich schwer zu lösendes Problem, klingt mir eher nach Bildungspolitik. Dass dem Trottel damit geholfen sei, wenn er die Mail an die Citywache gegenüber schickte, in der mit ein bisschen Glück ein sich identifizierender Beamter sitzt, halte ich für fragwürdig. Dass er nicht mal eben den Laden verlässt, um Bescheid zu sagen, wäre wohl ein Kündigungsgrund. Ich fasse zusammen. Zwei hochprofessionalisierte Organisationen mit hochqualifiziertem, gut bezahltem Personal, Stadtverwaltung und Polizei, brauchen ein 80.000 Euro Domizil, ohne welches sie nicht in der Lage sind, sich intern und miteinander so zu organisieren, dass es eine fruchtbare Zusammenarbeit gibt. Bei dieser versäulten Verwaltung wird es halt sonst nichts, klagte man inbrünstig. Zu Recht. Ob nun Stadt, Polizei oder Ministerium, dieser Staat ist ein dysfunktionaler, bürokratischer Monsterapparat, in dem die einzelnen Teile irgendwie vor sich hin mehren, ohne miteinander zu reden, oft sogar gegeneinander und immer so weit von jeder Lebensrealität entfernt, dass selbst das beste Ansinnen ins Absurde verzerrt und zum Irrsinn entstellt wird. Anstatt dieses strukturelle Problem hierarchischer Systeme zu bearbeiten, wird dann irgendwo symbolträchtig viel Geld, Steuergeld, verblasen, um für einen kurzen Augenblick die Bereitschaft zu erzeugen, Ergebnisse zu erzielen. Zurück zur Citywache, zurück zur CDU. Zurück zur CDU, zurück zum politischen Blindflug. Im Frühjahr wurden im Kriminalpräventiven Rat die Pläne von Stadt und Polizei vorgestellt. Die CDU witterte einen geschenkten Erfolg, denn wenn Verwaltung und Polizei sich einig sind, dann widerspricht der Stadtrat nicht. Also machten sie diesen populistischen Wahlkampfantrag daraus, jawohl, zwei Sätze noch, um auch ihr Stück vom geschenkten Kuchen abzubekommen. Brachten die Grünen einen recht unbedarften Änderungsantrag in Richtung kriminalpräventiven Absichten ein, den die CDU dankbar annahm. Mehrheit sichern. Und was die Verwaltung dann machen will, das hat man ohnehin nicht so recht verstanden und will es auch nicht. Lieber trischt man populistische Law-and-Order-Phrasen. Ich kann nur hier alle Abstimmenden auffordern, diesen Antrag abzulehnen. Ich hoffe, den meisten fällt nicht nur angesichts der aktuellen Haushaltslage etwas Sinnvolleres ein, was man mit 80.000 Euro für die Dresdner tun kann. So, wir kommen zur nächsten Fraktion, das ist die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Polizeibericht vom 31.07.2024, ich zitiere, Zeit 30.07.2024 gegen 18.20 Uhr, Ort Dresden-Seevorstadt. Gestern Abend sind bei einer Auseinandersetzung auf der Prager Straße zwei Menschen verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren 6 bis 8 Personen in Streit geraten. In der Folge wurden 2 Syrer, 19, 45, mit einer Art Gummischläuchen geschlagen und getreten. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt 6 Streifenwagen trafen nach wenigen Minuten am Ort des Geschehens ein und konnten 2 Tatverdächtige stellen. Bei ihnen handelte es sich um Syrer im Alter von 23 und 41 Jahren. Mögliche weitere Beteiligte sind aktuell noch unbekannt. Zitat Ende. Was ich hier vorgetragen habe, mag die Spitze eines Eisberges sein. Aber Körperverletzung, Raub und Diebstahl, Drogenhandel oder auch sexuelle Belästigungen sind seit vielen Jahren leider Alltag im Bereich der Prager Straße in Dresden. Nach sächsischem Polizeirecht spricht man mittlerweile deshalb von einem gefährlichen Ort. Trotz zahlreicher Polizeieinsätze, intensiver Bestreifung und Präsenz der Soko Juventus, die sich gegen Jugendkriminalität engagiert, hat es in diesem Jahr sogar mehr Straftaten gegeben. Polizeibekannte kriminelle Strukturen werden mittlerweile vom Wiener Platz zum Albertplatz verdrängt, hat man im Stadtbezirksbeirat Neustadt so vorgestellt. Und auch das ist kontraproduktiv. Nun soll es die Einrichtung einer Citywache richten.
Vor wenigen Tagen schloss die Stadt zudem medienwirksam eine Kooperationsvereinbarung mit der Sächsischen Polizeihochschule ab. Da will die Stadt unter anderem auch Ursachenforschung betreiben. Und ich hatte im Ausschuss für allgemeine Verwaltung ja gefragt, allerdings vergeblich, was nun eigentlich die Ursache sei, dass die Straftaten im Bereich Parker Straße so ansteigen. Man hat mir keine befriedigende Antwort gegeben. Dabei steht doch der Elefant mitten im Raum. Ein Blick in Polizeiberichte, Kriminalitätsstatistiken oder ein, ich rate Ihnen allerdings davon ab, abendlicher Spaziergang zwischen Wiener Platz, Zentrumgalerie und Ferdinandplatz könnte das sicher für Erleuchtung sorgen. Wenn man mal ins Fitnessstudio geht, eine Bekannte von mir macht das regelmäßig, in der Prager Spitze ist ja eins drin und schaut dort so, wenn man sich da auf den Geräten abmüht, aus dem Fenster runter kann man Drogendealer bei ihrer Arbeit beobachten. Das Kriminalitätsproblem ist zu einem ganz erheblichen Teil über die Grenzen zu uns eingewandert. Ja, es ist nun mal halt so. Vor allem aus Nordafrika, Syrien und Afghanistan. Meine Damen und Herren, wir werden trotzdem dem federführenden Ausschussbericht in Punkt 1 und 2 hier zustimmen. Es ist ein Versuch, etwas zu unternehmen, obwohl man natürlich wieder nur an den Symptomen herumdoktert, anstatt das Problem an der Wurzel zu packen. Aber Sie wissen ja, als Stadt haben wir da nicht wirklich die Zuständigkeit und auch nicht wirklich eine Möglichkeit, jetzt konkret was zu ändern. Wir sind uns auch bewusst, dass es sich um ein Relikt aus dem Kommunalwahlkampf handelt. Das Datum spricht für sich. Und wir haben im Ausschuss eindeutig gesehen und gehört, dass der Beschluss im Grunde auch überflüssig ist, weil die Stadt längst die Einrichtung der Citywache im Objekt Prager Straße 2, also in der Prager Spitze, vorantreibt. Auf unsere Bitte hin wurde ja das Projekt nochmal im Ausschuss für allgemeine Verwaltung vorgestellt. So bleibt es letztlich heute hier zuzustimmen, um ein politisches Bekenntnis abzugeben, was wir natürlich gern tun. Allerdings werden wir die vor lauter Genderpunkten leider kaum lesbaren Punkte 3 und 4 ablehnen. Sie wurden im Stadtbezirksbeirat Altstadt durch Betreiben der Grünen ja in den Ausschussbericht hineingeschrieben. Wir brauchen hier keine neue Spielwiese für Sozialvereine, vor allem nicht für Linkslastige, sondern einfach Ordnung und Sicherheit für unsere Stadt, für unsere Händler, für unsere Besucher, für unsere Bürger, für unsere Touristen. Wir haben ja gesehen, dass der Kuschelkurs überall auf allen Ebenen in Deutschland gerade massiv am Scheitern ist. Mit erhobenem Zeigefinger werden wir nichts verbessern. Wir brauchen einfach Polizei vor Ort. Deshalb soll die Citywache auch Citywache heißen und nicht, wie der Herr Donheiser heute, man konnte es in der Presse ja lesen, vorgeschlagen hat, Servicepunkt der Landeshauptstadt Dresden. Wir werden es gern bei Citywache belassen wollen und um unser Abstimmungsverhalten zum Ausdruck zu bringen, beantrage ich jetzt die Punkte 1 und 2 sowie 3 und 4 jedenfalls getrennt abzustimmen. Vielen Dank. So, dann als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Knobe. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Eine Citywache bietet die Chance für mehr Aufenthaltsqualität und auch für mehr Sicherheit, aber nur, wenn wir sie richtig gestaltet. Als Bündnis 90 Die Grünen haben wir deswegen den ursprünglichen Antrag der CDU um Punkt 3 und 4 ergänzt und diese möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Unser Kernpunkt ist eben ein ganz einheitlicher Ansatz. Das heißt, wir brauchen Polizeipräsenz, aber Polizeipräsenz allein verhindert keine Straftaten, sondern schafft nur eine Verlagerung. Genauso entscheidend ist es eben, dass wir Prävention durch aufsuchende Sozialarbeit haben. Das heißt, Sicherheit allein entsteht nicht durch Abschreckung, sondern durch systematische Präventionsarbeit mit allen Gruppen. Unser Ziel muss es sein, Probleme zu entschärfen, bevor sie entstehen, und unser Ziel muss es sein, Probleme zu bekämpfen und nicht nur in andere Bereiche der Stadt zu verlagern. Zweitens wollen wir die Zusammenarbeit vor Ort stärken und Kräfte bündeln. Die Citywache darf eben nicht ein isolierter Polizeiposten sein, sondern ein Ort der Kooperation der Behörden. Sicherheitskräfte
Straßensozialarbeit, mobile Jugendarbeit, das Dynamo-Fan-Projekt und das City-Management, all diese Akteure müssen vor Ort an einem Strang ziehen, sodass wir die Aufenthaltsqualität steigern können. So entstehen eben doch kurze Dienstwege, die persönlich sind, und gegenseitiges Lernen der Akteure und der Organisation vor Ort ist möglich. Drittens, für ein gesamteinheitliches Vorgehen müssen getroffene Maßnahmen auch wieder überprüft werden und gegebenenfalls ergänzt oder geändert werden. Mit Erfahrung der Citywache können wir so unser Konzept der kommunalen Präventionsarbeit, das Konzept der kommunalen Kriminalprävention fortschreiben und verbessern. Gleichzeitig bekommen wir durch die Evaluation der Maßnahmen auch einen Einblick vor Ort und können flexibel auf neue Herausforderungen, auf Änderungen vor Ort reagieren. Und jetzt möchte ich noch mal kurz den Bogen spannen, auch zu unserem Haushalt. Ja, die Sittewache kostet Geld. Sicherheit ist ein Anliegen von unseren Bürgerinnen und Bürgern, von unseren Touristinnen, von Menschen, die auf der Prager Straße einkaufen gehen. Aber um diese Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir Kriminalität dort beenden, wo sie beginnt anzufangen. Das heißt, wir müssen im Haushalt auch darauf achten, dass wir die Straßensozialarbeit, die aufsuchende Straßensozialarbeit, die eben bevor jemand kriminell wird, hilft, stärken. Das heißt, Sozialarbeit wie Organisationen wie SafeDD müssen weitergeführt werden, damit wir sie gemeinsam in der Citywache vorhanden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie um die Zustimmung zur Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses, nicht nur für mehr Polizeipräsenz, sondern für einen Ansatz, der Kriminalität an den Wurzeln packt, bevor sie entstehen kann. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde die SPD-Fraktion, Herr Engel. So weit unten. Naja. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss schon ganz ehrlich sein, dieser Antrag setzt jetzt keinen neuen Prozess in Gang. Die Planungen für die Einrichtung einer Citywache sind sehr weit gediehen dieser Antrag setzt dann natürlich noch mal ein politisches Zeichen und sagt, ja, wir als Stadtrat wollen das. Ich will im Übrigen in Erinnerung rufen, der Stadtrat hat schon mal beschlossen, dass wir das haben wollen, nämlich das Projekt Citywache war in unserem Antrag zum Bahnhofsumfeld des Hauptbahnhofs ebenfalls ein Bestandteil, das zuerst geprüft werden soll seitens der Verwaltung, wurde im Juni hier im Stadtrat beschlossen. Dementsprechend freuen wir uns durchaus auch als SPD-Fraktion, dass das bei dem Thema vorangeht. Und dass es auch durchaus in dem Sinne vorangeht, wie es jetzt hier in der Beschlussempfehlung auch verankert ist, dass man verschiedene Akteure zusammenholt und dass man tatsächlich eine gemeinsame auch Austauschplattform auch in einer physischen Form am Ende auch schafft. Und die Problemlagen rings um die Prager Straße sind komplex. Es gibt da nicht nur ein einziges Problem, es geht um Suchtproblematik, es geht um Diebstähle, es geht um auch Delikte, die körperliche Unversehrtheit von Menschen betreffen und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Problemlagen und dementsprechend müssen wir da auch vielseitig an dieses Problem auch rangehen. Ich will an der Stelle aber trotzdem mal eine Sache sagen, weil wenn man hier singulär dieser Stadtratsdebatte folgt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Dresden eine der unsichersten Städte in Deutschland ist, wo Sodom und Gomorra herrscht. So ist es ja nicht. Der Dresdner Polizeipräsident hat auch nochmal bei der letzten Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik klar gesagt, Dresden ist nach wie vor eine der sichersten Großstädte. Und das sollte man auch bei allen berechtigten Debatten nicht aus dem Blick verlieren. Und dementsprechend werbe ich dafür, das hier so heute auch zu beschließen. Und ich will tatsächlich auch sagen, wir müssen schauen, dass wir hier jetzt nicht etwas Neues schaffen und dann parallel an anderer Stelle etwas abreißen. Das Stichwort SafeDD wurde schon genannt, weil eben dort wird zum Beispiel im Bereich Sucht Arbeit geleistet. Und es ist wichtig, dass die auch fortgeführt wird, weil ansonsten fehlen uns irgendwann auch die Kooperationspartner, die hier tatsächlich eben den präventiven Ansatz auch noch durchbringen. Das SBR-Votum der Altstadt liefert da, glaube ich, nochmal einige sehr, sehr konkrete Sachen. Ich glaube, wer diese Akteure dort kennt, wird auch feststellen, das sind nicht irgendwelche linksgrünen Vereine, sondern es sind anerkannte Akteure, die tatsächlich eine gute Arbeit machen. Wir sollten denen hier an dieser Stelle auch den notwendigen Rückenwind geben und tatsächlich auch die Auswirkungen einer Citywache einfach regelmäßig begutachten, schauen, was bessert sich an der Situation, wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf und das eng monitoren und dann auch schauen, wie man es vielleicht in die eine oder auch in die andere Richtung weiterentwickeln kann. Unsere Zustimmung hat der Antrag. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch und die Rednerliste abgearbeitet.
Schlusswortnotwendigkeit durch den Einreicher. Dann bitte schön, Herr Dr. Brauns. Ich habe jetzt schon aufgerufen zum Schlusswort jetzt. So gesehen hat schon vieles geleuchtet da oben im Laufe der Debatte. Und ehe dann noch mehr kommt, würde ich sagen, die Dinge sind besprochen, die zu besprechen sind. Ich beantrage Ende der Debatte nach dem Schlusswort. So, es ist Ende der Debatte beantragt. Gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Dr. Schulte-Bissermann. Gegenrede zu diesem Antrag. Es ist, glaube ich, gute Sitte, dass die Leute, die reden wollen und die sich auch schon angezeigt haben, auch reden. Herr Aschenbach hatte sich schon gemeldet. Ich weiß auch nicht, warum das Ding wieder ausgegangen ist. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht ist es ein technischer Fehler. Aber, sage ich mal, in Zeiteinheit, wo sie Schlusswort noch nicht ausgesprochen hatte, hatte Herr Aschenbach sich schon gemeldet, verbal. Also von daher spreche ich mich stark gegen Ende der Debatte an dieser Stelle aus. So, es ist Ende der Debatte beantragt. Dann bringe ich das zur Abstimmung. Gegenrede ist auch erfolgt. Wer ist für Ende der Debatte? (lacht) 35 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Damit ist die Debatte beendet. Das Schlusswort noch und dann kommen wir zur Abstimmung. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will es nicht lang machen. Ich freue mich, und zwar insbesondere für die Bürger und die Touristen unserer Stadt, dass sich abzeichnet, dass dieser Antrag eine breite Mehrheit kriegen wird. Man kann ja, das hat die Debatte gezeigt, vieles argumentieren und es sind ja die Argumentationstechniken, dass man die Sache einfach auch so verdrehen kann, dass man denkt, das Gegenteil von dem, was der natürliche Lauf der Dinge ist, sagen, dass das schlecht ist. Natürlich, und das wissen auch diejenigen, die vor Ort sind, das sind die Händler, die ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was denn hier nützt und was nicht und wo die Problemlagen sind. Und auf den Aspekt möchte ich in unserem Antrag auch nochmal hinweisen, dass nämlich im Zusammenhang mit dem City Management in der Citywache auch Räumlichkeiten vorhanden sein soll, in denen die Gewerbetreibenden die Möglichkeit haben, dort zusätzliches Personal abzurufen. Und auch deswegen ist der Ort dort wichtig, wenn Sie nämlich meinen, Sie haben eine Lage für sich im Geschäft, bei der Sie nicht so ganz wissen, ob Sie der Lage Herr werden können, sodass Sie dann um Unterstützung bitten können. Das ist weder Polizei, das ist weder gemeindlicher Vollzugsdienst, sondern das sind Leute, die in einem Pool organisiert, möglicherweise vom City Management, den Gewerbetreibenden unterstützen können. Und auch das ist ein aktiver Beitrag zur Sicherheit. Und Raum dürfte ja dann in dem Objekt Genüge sein. Auch hier ist ein wichtiger Partner der City Management, das möchte ich nochmal hervorheben. Und auch da haben wir den ganzheitlichen Ansatz. Und ich glaube, der ist das Vernünftige und dem trägt der Ausschussbericht Rechnung. Ich freue mich auf die breite Zustimmung. Vielen Dank. So, damit kommen wir zur Abstimmung. Da steht der federführende Ausschussbericht zur Abstimmung. Der ist beantragt punktweise, also die Punkte 1 und 2 zusammen und dann die Punkte 3 und 4 jeweils separat abzustimmen. Also, federführender Ausschussbericht, Punkte 1 und 2. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (lacht) 54 Ja-Stimmen, 10 Nein, 4 Enthaltungen, damit so beschlossen. Und jetzt kommen wir zu den Punkten 3 und 4. Wer denen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (39 Ja, 26 Nein, 4 Enthaltungen.
damit ebenso so beschlossen. Herr Eschenbach, geschäftsordnend. Ja, also da offensichtlich diese Anlage hier nicht funktioniert und es deswegen nicht möglich ist, dass Sie wahrnehmen, wie das hier nach Geschäftsordnung möglich ist, eine Debatte zu führen, das heißt, man meldet sich, wenn man einen Redebeitrag machen muss, würde ich mal vorschlagen, lassen Sie sich mal schnell was einfallen, wie wir das jetzt regeln, ob wir das irgendwie anders melden oder so oder ob das geklärt wird. Aber ich finde es ein bisschen unangenehm, wenn wir jetzt die ganze Zeit ihrer Willkür ausgeliefert sind, weil wir technische Probleme haben und nicht und deswegen unsere Geschäftsordnung quasi mit Füßen getreten wird. Also nur noch mal, um das hier festzuhalten. Auch ich erlebe das sehr häufig, dass auch Redner, die sich angemeldet haben, selber ihren Redewunsch wieder zurücknehmen. Das ist, kommt häufig genug vor. Punkt 1 und Punkt 2 haben wir hier einen Antrag, einen Geschäftsordnungsantrag gehabt auf Ende der Debatte. Es gab das Gegenrede, das ist abgestimmt worden mit Mehrheit und damit ist die Debatte beendet. Punkt. Das ist so. Das ist die Geschäftsordnungsregeln. Ob Ihnen das jetzt schmeckt oder ob Ihnen das nicht schmeckt, das ist Mehrheitsentscheidung. Punkt. So, jetzt.